und willkommen wieder bei XCOM. Chimera Squad. Ach, heute wird das ein häufiges Hallo und Tschüss. Haupttür. Überraschung, erfolgreiche Schüsse auf Gegner während eines Vorstoßes betäuben. Also die Schüsse betäuben. Die Waffe der letzten Einheit, die durch diesen Zugang geht, wird deaktiviert. Warum sollte ich jetzt den linken Zugang gehen? Das scheint mir an dieser Stelle etwas unlogisch. Jetzt mal Verge als letztes. Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Vielleicht hätte ich von der anderen Tür besser getroffen. Den lassen wir levitieren nachher. Obwohl, das war auch schon okay. Ach, Torch kann direkt vergiften von hier. Hihihihi. So, und dich heben wir hoch. Dann kannst du dich auf uns feuern. So, es gibt nur eine Begegnung hier. Überleg grad, wer flankiert mich denn, während ich da stehe? In Bewegung. Du würdest gerne mal sehen, wie die Schlange durch die Tür geht. Ja, die geht durchs Schlüsselloch und sagt den anderen Pech gehabt. Tja, doof. Das ist der einzige, den du siehst. Positioniere mich neu. Das war's für deinen Verstand. Zip. Wäre natürlich cool, wenn die Schlange sich unter der Tür durchschlängeln würde. Aber ich denke, das ist nicht Sinn der Sache. Ich hab dich. Ich hätte gedacht, ich ziehe den jetzt vors Geländer und dann steht und dann fällt er runter. Das wäre eigentlich so richtig normale XCOM-Manier gewesen. Die Blechdose macht das schon. Wo man direkt denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Deaktiviere Zielwaffe. Halte die Feinde hier fest.
Das weiß ich zu schätzen. Versuch mal lieber den zu betäuben. Bis auf die Sprachausgabe gefällt es dir gut. Dabei finde ich die Sprachausgabe jetzt nicht die schlimmste Arbeit, die ich jemals gehört habe. Bewegung hält fit. Die ist insgesamt ganz gut. Da haben meine Ohren schon Schlechteres wahrgenommen. Auf dem Weg. Ändere meine Position. Da fehlt ein sächsischer Akzent. Vorhin hat jemand gemeint, es gibt keine deutschen Akzente. Weil, wenn du ein Spiel ins Deutsche übersetzt und dann, sag ich mal, alles auf Deutsch ist und das so gesehen suggeriert, dass du eine deutsche Einheit bist, die in Deutschland agiert, auch wenn das jetzt nicht Deutschland ist, warum solltest du dann einen mit einer deutscher Sprachausgabe machen mit deutschem Akzent? Ich kann es dorthin schaffen. Wenn jemand aus Frankreich kommt und Deutsch spricht, macht das irgendwie schon Sinn, dass die dann einen französischen Akzent hat im Spiel. Accent, my friend. Russisch passt immer rein. Sobald es um Waffen geht, passt Russisch. Oh, der steht da oben so kacke, ey. Und die sind alle so unfähig. Geht doch. Wir haben zwar keine gefangen genommen, aber es ist schon okay. Wir kriegen durch die Mission selbst Informationen. Oder? War es die Informationsmission oder die andere? So, die Ausbildung ist abgeschlossen. Euch ist unser netter Herr wieder fit. Und wir haben ein paar Beförderungen bekommen. Und wir dürfen neuen Rekruten nehmen. So, Shelter, Psionik, Stärkung von Verbündeten, mentale Angriffe. Positionwechsel, Einheit wechselt psionisch die Position mit dem anvisierten Feind oder Verbündeten. Beendet nicht automatisch die Runde. Blenden, das wird dann eine spätere Fähigkeit sein. Ich weiß aber schon, wie ich nehme. Ich werde nämlich Blue Blood nehmen. Blue Blood ist nämlich Präzisionsschüsse und Mehrfachschütze. Ist eine der wenigen Einheiten im Spiel, der kann zweimal hintereinander schießen. Auch mit diesem heftigen Schuss, den man auch kennt aus XCOM 2, kann der zweimal feuern. Und er hat den Lanzenträgerschuss. Das ist auch gut. Blue Blood. Schön, Sie zu sehen. Ach, ganz meinerseits, Whisper. Schon eingelebt? Nicht wirklich. Bis wir eine richtige Dienststelle haben, müssen wir in einer Triebwagenhalle hausen. Naja, jeder Job hat so seine Annehmlichkeiten. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie hier welche entdecken. So, die kriegt einen Alpha-Schlag. Godmother feuert beim Vorstoß die Waffe Schrotflinte ab und ist auf der Zeitachse früher an der Reihe. Godmother erhält außerdem eine Bonusaktion in der ersten Runde, nur einmal pro Einsatz verwendbar. Und hier können wir das erste Mal entscheiden. Standhalten, wenn Terminal so viel Schaden erleidet, dass Verbluten droht, während stattdessen die TP auf 1 reduziert. Umgehend eine Runde N andauernder Stasis eingeleitet. Nur einmal pro Einsatz anwendbar. Oder wir können es so machen, dass sie einen Festnagelschuss lernt. Und ich nehme lieber den Festnagelschuss, dadurch können wir einen auf der Zeitleiste nach hinten schieben.
Halsband. Feinde im neuralen Netzwerk, die sterben würden, wären stattdessen bewusstlos. Euer kriegt durch jeden einzelnen in dem neuralen Netzwerk plus 5 Zielsicherheit und plus 10 kritische Trefferchance. Da nehme ich lieber das anstatt das andere. Weil das andere kannst du mit Betäubungsmunition immer noch besser voranbringen. So, du hast ja noch kein Upgrade. Aber wir werden Godmother, Gottmutter mal austauschen gegen dich, damit wir den Revolverhelden direkt mal mit haben in der Mission. So, du bist bei der Montage drin und dann haben wir sogar noch jemanden, der nichts zu tun hat. Und du kriegst dann Konditionierungstraining für 2 Tage. So, die Polizei hat einen Tipp zu einem Betrug des Grauen Phönix mit Hilfslieferung erhalten. Wir denken, sie erhalten unter der Hand Güter von einem Sympathisanten. Besorgen Sie eine Probe, damit wir die Quelle bestimmen können. Manchmal müssen wir feindliches Gebiet infiltrieren. In der Regel verfolgen wir dann wichtige Schmuggelware. Schnappen Sie sich die Schmuggelware und verschwinden Sie. Fackeln Sie nicht lange. Geht wahrscheinlich um Illyrium. Ach, das Ziehfenrohr lohnt sich leider nicht. Weil es auch ein verbessertes gibt. Und die plus 5 Ziehsicherheit, das ist bei XCOM halt nix. Dass die Agenten jetzt Persönlichkeiten sind. Dass der Graue Phönix Hilfsgüter stiehlt und sie dann für die Alien-Bevölkerung der Stadt neu verpackt. Damit erkaufen sie sich ihr Wohlwollen und können unbehelligt operieren. Wenn die Stadt sich um die Alien-Bevölkerung kümmern würde, gäbe es dieses Problem gar nicht. Wie sollen die hiesigen Aliens mit Vorräten versorgt werden, wenn der Graue Phönix sie stiehlt? Aber, wow, das ist mies. So, was wollte ich sagen? Ja. Also die Bindung zu den Agenten ist nicht so stark, wie man es vielleicht vermuten soll, dadurch, dass sie jetzt ein bisschen Geschichte haben. Also sie sind natürlich jetzt alle individuell und sind auch aufgrund ihrer Fähigkeiten mal besser oder schlechter, je nachdem, was für ein Spielstil du hast. Aber so wirklich emotional gebunden an die bin ich jetzt auch nicht dadurch. Es ist halt ganz nett. Dafür sind die aber einfach viel zu massiv stereotypisch, haben keine dunklen Geheimnisse oder sonst irgendwas. Wir finden auch gar nicht so eine riesige Menge über die heraus, dass wir sagen würden, okay, wir haben jetzt hier Gefährten und wir machen jetzt eine Mission für die zwischendurch, weil die irgend noch so eine Intrige im Hintergrund laufen hatten, woanders oder die Vergangenheit, die einhält oder sowas. Also es ist sehr viel Potenzial verloren gegangen an der Stelle. Aber für 10, 20 Euro, also 10 Euro jetzt und 20 Euro später, kann man hier überhaupt nichts zu sagen. Also nichts dagegen sagen. Rücken vor. Sehr gut, alle treffen in der ersten Runde. Ich verstehe auch, warum es kein Add-on ist für XCOM 2, weil es wird keinen Sinn machen. Die Mechaniken sind zu stark rausgebrochen. Ich glaube, du hättest das Add-on gar nicht so reinwurschteln können in XCOM 2. Deshalb ist dieses Standalone-Add-on, beziehungsweise Standalone-Add-on-Spiel, was die Geschichte so ein bisschen weiter treibt, schon die beste Option, die sie hatten.
So, du kommst nach vorne. Du kannst dich nicht wehren. Und wie man sieht, können wir auch einen Muton umschlingen. Ach, das sehen wir übrigens auch. Kennen wir auch noch. Die Kampfmaschinen, die hier rumstehen. Die lassen hier in kleinen Arenen, die anscheinend gegeneinander antreten. Die Roboter. Wo du ja zuerst das Alien rausgeschossen hast und dann hat der Kampfanzug noch selbst weitergemacht. Da muss man sagen, die Areale sind halt schon okay. Man hat sich halt schon Gedanken gemacht, wie könnte so eine Koexistenz mit Außerirdischen überhaupt aussehen. So gut wie jede andere Position. Na? Deshalb lohnt sich schon, mal hier in Sachen reinzugucken. Zum Beispiel, warum ist da eine Kettensäge drin? Ja, da kam auch so eine komische grüne Suppe raus. Komm rüber. Dem haben wir die Knochen gebrochen. In einen Wrestlingkampf auf einem Hinterhof zu platzen, kommt auch nicht alle Tage vor. Das stimmt. Können ja nicht alle gewinnen. Vor allem das Bild hier. Los geht's! Zwei Aggressive. Und du verfehlst natürlich den ersten. Na komm, hab Glück. Gut, dann können wir den letzten nämlich levitieren. Dann kriegen wir gar keinen Schaden. Prozent ist natürlich, der X-Com-Veteran weiß das, stehen für, du triffst auf keinen Fall. Ach, wir müssen die Beweise innerhalb von 2 Runden einsammeln. Tja. Übrigens, ich wettere ja ungern, aber Games hat gesagt, es gibt keine Rundentimer im Spiel. Ach, habe ich auch schon gesagt. Ich habe das schon wieder vergessen, dass hier Beweise eingesammelt werden müssen manchmal. Werfe Granate! Und dass du dann schon Tempo machen musst. So, eure Waffen sind deaktiviert.
Das ist ungewohnt, dass die Granate nicht explodiert. Die Granate ist auch ein Waffenstörsender. Der entlädt die Waffen der Feinde. Es wäre also komisch, wenn sie explodieren würde. Oh mein Gott. Du zwingst mich dazu. Die Mutons sind total knuddelig, ey. Du willst ihr bester Freund sein. Kein Wunder, dass sie eine Rüstung tragen mussten, um gewalttätiger zu wirken. Und das ist richtig kacke. Weil es wird der Terminal wirken und direkt zu Boden bringen. Das war kein tödlicher Treffer. Hör ich mal das andere gemacht. Vor allem, warum sind hier 5 Schlangen in diesem Scheißding drin, ey? Was stimmt mit den Leuten nicht? Zeig ihnen deine Wut. Und Schaden macht ihr auch alle nicht. Dann halt so. Am Eingang war eine Schlangendame abgebildet, deshalb ist es ein Schlangenbar. Ich entscheide, was das für eine Bar ist. Eine Ottenbar. Ich eile. Beeil dich. Muton ist nicht dran. Ich glaube, mein Glücklevel steigt. Mein Geist ist stärker. Wir hätten lieber als Gag reinmachen müssen, mein Geist zu deinem Geist. Aber wahrscheinlich hat er keinen Star Trek geguckt. Dafür ist er nicht lange mit der menschlichen Kultur vertraut. Habe das Ziel verhaftet. Knuddel den mal weiter. Komm, 69% ist eine viel bessere Treffsicherheit. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das aussieht, wenn jetzt der Roboter kommt. Als Unterstützungstruppe. Das Umverpacken der Vorräte erfolgt im nächsten Raum, wenn Sie uns ein Muster besorgen.
Können wir feststellen, woher die Sachen stammen? Gibt's dort einen Zugang zur Kanalisation? Nicht von diesem Raum aus. Wieso fragen Sie? Während der Besatzung haben wir uns auf diese Art schnell aus dem Staub gemacht. Ah, wir können durch die Sicherheitstür nicht gehen. Ich habe gerade ein Archiv mitbekommen für den Androiden. Dadurch wisst ihr, dass ich die Durchläufe, die ich gespielt habe, noch keinmal einen Androiden gebraucht habe. Los, los! Ja, sieht so aus, als wenn die auf uns gewartet haben. Ich hatte daneben geschossen. Priorität. Schnappen Sie sich ein Muster und dann raus da. Ja, sonst kriegen wir nämlich gleich immer mehr Besuch von Gegnern. So schlimm ist noch nie eine Mission verlaufen von mir. Das ist da hinten der Legionär. Nein, der Roboter ist eine Frau. Nicht, dass er dadurch Nachteile hätte. Ach, 38%, den kriege ich da unten nicht, da hinten nicht raus. Das wäre Sprinten. Einmal kloppen. Schade, dass du dich nicht gewehrt hast. Gibt's noch andere Einheiten außer... Du kannst den, also den Roboter kannst du auch modular verändern. Dafür musst du eine Forschung machen. Gib mir deinen Geist. Der Roboter kann wahrscheinlich vorbeischießen, damit er mit Menschen zusammenarbeiten kann, damit er nicht übermenschlich wirkt. Und die Leute denken, guck, der Roboter ist wie wir, der ist auch scheiße. Ohne Scheiß, ey. Das Spiel macht mich fertig, diese Runde. Das ist unglaublich.
Bah. Das Schlimme ist, ich muss den Kram unten jetzt einsammeln noch, der da fallen gelassen wurde. Immerhin. Das ist so kacke jetzt, ne? Weil ich ihn auch nicht heilen kann vor der Vergiftung. Er wird einfach elendig dahin gerafft. Scheiße, das passiert nur, wenn ich aufnehme. Warnung, Verwundeter am Boden. Bei so einem Kack ist mir in den ganzen 14 Stunden, die ich so gespielt habe, kein einziges Mal passiert. Und ich habe da auch auf den gleichen Schwierigkeitsgrad gespielt. Deshalb bin ich gerade ein wenig schockiert. Danke. Sonst hat die meinen Typen jetzt da unten ausgeschaltet. Weg mit dir! Ich hoffe, dass es egal ist, ob der Brecher überlebt oder nicht. Tja. Die anderen hole ich später ab. Wenig Munition. Sind wir ehrlich, du bist ein Roboter. Uns ist scheißegal, ob du überlebst oder nicht. Wenn du ein Hologramm wärst, würden wir sagen, dir tun wir was Gutes. Du wirst uns nicht aufhalten. Der macht die Deckung kaputt und der Otter zerschießt mich jetzt. Und noch besser, der vergiftet mich und jetzt schlingt er mich noch ein. Wenig Munition. Distanz spielt keine Rolle. Also ist der Kack an der Mission, wo du was einsammelst und dann evakuieren musst. Irgendwann kannst du die Wellen einfach nicht mehr abwehren. Wenig Munition. Muss sie nicht raustragen. Nein, wir kommen später wieder und holen sie ab. Die stellen sich einfach so lange tot,
bis das Gebiet aufgegeben wird. Und dann können sie nach Hause gehen. Ausgezeichnet. Durch den geminderten Einfluss kann der graue Phönix nicht mehr offen handeln. Herausgefunden, wer gestohlene Hilfslieferungen an den grauen Phönix weitergegeben hat. Ihr Einfluss auf die hiesigen Einwohner wurde geschwächt. Nein, der Roboter wurde nicht vergiftet. Eine große Menge, die hauptsächlich aus Mutons bestand, demonstrierte heute gegen die anhaltende Schließung des Raumhafens und bestand auf Zutritt zur Anlage. Vorarbeiterin Glorva von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter erklärte: Diese Raumschiffe sind heiliges Gebiet. Uns von ihnen fernzuhalten ist ein weiteres Verbrechen. Eines von vielen. Jacinda Schulz von der Raumhafenbehörde antwortete: Umsicht ist kein Verbrechen. Wir können den Zutritt zum Raumhafen nicht gestatten, solange er nicht als sicher gilt. Es sprach Celio Desch von Kanal 37. Dauerhaft der Bonus auf Ausweichen. Und in der ersten Runde der Begegnung zusätzliche Mobilität. Oder ihr Umschlingen wird stärker. Oh, lieber schwer zu treffen. Weil Umschlingen ist ganz nett, aber das kannst du einfach nicht durchziehen jedes Mal. Umschlingen ist besser, um, sag ich mal, einen starken Gegner aus dem Spiel zu nehmen. So, Feldteams können jetzt Rang 2 werden. Dafür brauchen wir 70 Illyrium. Und Feldteams können jetzt auf Rang 2 verbessert werden. Wie Sie erlebt haben, ist der graue Phönix erstaunlich gut koordiniert und diszipliniert. Finden Sie heraus, was sie zusammenhält. Auf YouTube machen wir jetzt aber erstmal einen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder auf Stream. Auf Twitch machen wir noch weiter.